haben Ferien. Du, meine Eltern glauben mir nie, dass ich mein Diplom mit Auszeichnung gemacht habe. Und meine Familie hat nicht die geringste Ahnung, was für eine Überraschung da auf sie zukommt. Hey. Hol's dir, los! Ist das Leben nicht wunderschön? Ich habe mein Diplom und ich habe dich. Marie, ich liebe dich. Ja? Das Herz der Wartenbox. Ihr kommt doch. Sicher? Ich habe eine tolle Überraschung für euch. Wow. Tolles Haus. Ein bisschen klein vielleicht, was? Du solltest erst mal das Schloss sehen. Das ist nur das Pförtnerhaus. Das ist wunderschön. Sag mal, meinst du nicht, es wäre besser gewesen, wenn du deine Familie vorgewarnt hättest? Ich meine, in deinen Kreisen soll es Eltern geben, die es nicht so sehr schätzen, mit Überraschungen überfallen zu werden. Meine Eltern sind in Ordnung. Außerdem sind sie Überraschungen von mir gewohnt. Ja, aber du bist der einzige Sohn. Und wenn ich das hier alles so sehe, also ich als Mutter würde schon ganz gerne wissen, wen mein Sohn mir als Schwiegertochter mit nach Hause bringt. Kann es sein, dass du ein klein wenig spießig bist? Oder hast du einfach nur Angst? Klar habe ich Angst. Aber Marie, warum willst du denn gleich bei Wartenbox feiern? Ja, klar kommen wir. Um Gottes Willen. Passen Sie doch auf, das ist ein Fahrradweg. Entschuldigen Sie, es war meine Schuld. Ist alles in... Wir sind uns doch schon mal begegnet. Hanna? Hanna! Julius? Wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Weißt du, wie lange ich nach dir gesucht habe? Warum hast du mich nicht angerufen? Ich habe... Was? Ich habe überhaupt keine Zeit, tut mir leid. Moment. Gib mir wenigstens deine Telefonnummer. Oder deinen Nachnamen. Bitte. Hanna! Ich muss dir unbedingt was zeigen. Komm. Dieser Raum ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Das ist der Schatz der Wartenbox. Ein sehr, sehr wertvolles Kristallherz. Wunderschön. Eure Kristalle haben mich schon immer fasziniert. Deswegen wollte ich auch unbedingt Design studieren. Das Herz verkörpert unsere Familientradition. Bis jetzt hatten wir Glück. In jeder Generation gab es jemanden, der ein unheimlich großes Talent für Kristalldesign hatte. Und du bist die Ausnahme? Tja, warte mal, weswegen du hier bist. Ich verstehe ja, dass du die Konkurrenz im Auge behältst, Vater. Und das ist auch gut so. Aber bislang haben wir uns immer noch an unseren eigenen Qualitätsmaßstäben orientiert. Und damit sind wir nicht schlecht. Unsere Umsätze stagnieren seit mehr als 2 Jahren. Du hast doch heute Morgen selbst gehört, dass die Bank den Geldhahn dicht machen will. Das ist noch lange kein Grund für Panikreaktionen. Die Wirtschaft steckt nun mal in einer Flaute. Und solange wir keine dramatischen Einbrüche... Womit wir aber jeden Tag rechnen können. Wir benötigen in jedem Fall so schnell wie möglich zusätzliche Geldmittel, um Entlassungen vermeiden zu können. Wir werden doch nicht das Feld unserem Hauptkonkurrenten Leitner überlassen, Vater. Und seid ihr klargekommen? Bitte? Seid ihr klargekommen? Die Sachen gehen morgen in Druck. Marie hat angerufen. Mich auch. Hat sie dir gesagt, dass sie ihr Diplom in Wartenbock feiern will? Keine Ahnung, was das bedeutet. Scheint so, als würde sie mit ein paar Kommilitonen zusammen feiern wollen. Mein Kind, das unbekannte Wesen. Kind? Marie ist erwachsen. Eine junge Frau mit dem Diplom einer der besten Designschulen in Europa. Sie wird schon wissen, was sie tut. Wir fahren einfach dahin, feiern unsere Tochter und nebenbei machen wir uns ein paar schöne Tage. Ein bisschen entspannt tut uns auch ganz gut. Was soll ein Wartenbock so spannend sein? Wir kommen dann in den Musiksaal. Guten Tag, Prinz. Guten Tag, Peter. Wahnsinn.
würdest du alles aufgeben für mich? Eigentlich ist das alles nichts anderes als Sand, Soda, Quarz, Natriumsulfat. Ja, ja, und Diamanten sind Kohlenstoffe. Ja, genau. Was für ein Material. Ist doch gigantisch, was man daraus alles machen kann. Das finde ich auch. Kristall ist eines der faszinierendsten Materialien, das ich kenne. Neben Stein, Ton, Beton, Eisen und vielen anderen. Hi, Paps. Oh, mein Junge. Da sind wir. Darf ich dir vorstellen? Das ist Marie Haller. Marie, das ist mein Vater. Julius von Wartenburg. Hallo. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Und nur das Beste, wie ich Max kenne, ja? So viel Schönes habe ich noch nie vorher gesehen. Das freut mich, dass es Ihnen gefällt. Woher kommen Sie, wenn ich fragen darf? Aus Mailand. Sie hat dort Gebrauchsdesign studiert. Und kennengelernt haben wir uns auf der Architekturmesse. Sie sind aber kein Italiener mehr. Mhm. Warum kommen Sie mir so bekannt vor? Ich komme aus München. Oh. Was hast du denn gedacht? Bitte? Ach, unwichtig. Ich freue mich, dass du Frau Haller hierher gebracht hast. Marie. Marie. Sie haben Glück, Marie. Wir sind im Moment dabei, uns nach neuen jungen Designern umzusehen. Ich hoffe, Sie haben Ihre Mappe dabei. Ja. Die Mappe bekommst du noch früh genug zu sehen. Vorher gibt's aber noch eine kleine Überraschung. Und Ihre Eltern hatten keine Einwände, Sie so ganz allein nach Mailand zu lassen? Ich meine, Italien ist nicht ganz ungefährlich. Und Sie sind ein sehr hübsches, blondes Mädchen. Also Mama, nicht alle italienischen Männer stehen auf blonde Frauen. Außerdem ist es heute ganz normal, im Ausland zu studieren. Ja, aber es ist sehr kompliziert, wenn man nicht die Sprache spricht. Mein Italienisch ist sehr gut. Ich habe mit meinen Eltern 10 Jahre in Rom gelebt. Aha. Und in Mailand habe ich dann mit Freunden zusammen gewohnt. In so einer Art Wohngemeinschaft? Mhm. Ihre Freundin, studieren die auch Design? Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber wollen wir nicht lieber von Ihnen reden? Wie ist denn das? Wollten Sie schon immer Gebrauchsdesign machen? Also, ich habe als kleines Mädchen schon leidenschaftlich gern Teller, Tassen, Vasen und solche Sachen aus Ton oder Gips gemacht. Ich finde es einfach schön, nicht nur dekorative Dinge zu entwerfen, die eigentlich keinen Sinn haben. Also, für mich war es immer wichtig, dass ich die Dinge, die ich entwerfe, danach auch gleich benutzen kann. Aber das Herz, das Sie da am Hals tragen, das gefällt Ihnen trotzdem. Um Gottes Willen. Das soll jetzt nicht heißen, dass rein dekorative Dinge wie Schmuck zum Beispiel keinen Sinn haben. Manche haben sogar einen sehr tiefen Sinn. Können wir vielleicht über was anderes reden als über das Geschäft? Du musst wissen, für einen Wartenbock gibt es nichts Wichtigeres als die Firma. Also, Marie und ich werden Samstagabend ein Fest geben. Oh, hier im Schloss. Nicht schon wieder, Max, bitte. Ja, Moment, das geht doch nicht. So etwas braucht doch eine Vorbereitungszeit. Keine Sorge. Ihr könnt sowieso nicht mehr Nein sagen. Die Einladungen sind bereits raus. Trotzdem weiß ich nicht, warum er sie mitgebracht hat. Ich meine, sie mag ja sehr nett sein, aber... Du kannst sagen, was du willst. Talent hat sie. Hast du dieses kleine Hemdchen gesehen mit der Flagge drauf? Und die seltsamen Schuhe? Also, ich weiß nicht. Alexa, sie ist jung, attraktiv, kann alles tragen. Und solange es Max gefällt, ist doch alles okay. Max? Max hat doch gar keine Ahnung von Frauen. Der mag alle jungen Mädchen. Ja, wenn sie nett sind und einen Charakter haben, warum nicht? Jetzt machst du dich über mich lustig. Ich möchte trotzdem nicht, dass du sie einstellst, hm? Entschuldige bitte, aber das kann ich nicht nachvollziehen. Ich möchte nicht, dass Max auf dumme Gedanken kommt. Ich komme mir vor wie Aschenputtel. Ich habe meinen Prinzen gefunden und der hat mich auf sein Schloss gebracht. Dabei habe ich immer gedacht, so hübsche Prinzen wie dich, die gibt es nur im Märchen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir uns erst seit 3 Monaten kennen. Es kommt mir vor wie 3 Jahre. Oder 10 Jahre. Ja, genau. Oder als würden wir uns schon immer kennen. Ich habe sowas noch nie vorher erlebt. Dass ich einem Menschen vom ersten Augenblick an so vertraut war.
Das ist halt Schicksal. Wunderschön. Und da drüben dann bitte in zwei rein, ja? Nur weiße Ballons? Ich meine, es ist nicht ein bisschen eintönig. Ein paar rote oder grüne. Max und ich, wir wollten nur weiße. Dann sieht es nämlich nachts so aus, als würden überall ja kleine weiße Monde hängen. Hoffentlich hält das Wetter. Marie, haben Sie einen Moment Zeit? Mhm. Danke. Geht's? Ihre Mappe ist wirklich sehr beeindruckend, Marie. Sie sind wirklich talentiert. Danke. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Dass Sie Talent haben? Doch, Sie haben. Und ich möchte Ihnen gerne ein Angebot machen. Sie hören sich einfach mal an, wie ich mir das so vorstelle, und dann denken Sie in Ruhe darüber nach. Ist das okay? Mhm. Also. Hat sich Julius mit dir abgesprochen? Weswegen? Er will diese Marie Haller einstellen. Ja und? Ich habe Ihre Mappe gesehen. Seid ihr denn alle blind? Das Mädchen will sich Max unter den Nagel reißen. Ja, das wollen viele. Max ist ein hübscher Junge. Na, du mach dir mal keine Sorgen. Er mag sich zwar in so ein Mädchen verlieben, ne? Kann man ihm da wirklich nicht verdenken. Aber er kennt das Gesetz unseres Hauses. Er weiß, dass es die Heirat mit einer Bürgerlichen verbietet. Er ist ein Wartenborg, Alexa. Er würde niemals sein Erbe aufs Spiel setzen. Dein Mädchen wie diese Marie, die mag ihm vielleicht gefallen, aber Max weiß sehr gut, dass sie als Frau für ihn niemals in Frage kommt. So wenig wie irgendeine andere Bürgerliche. Je für einen Wartenborg. Hoffentlich. Irgendwie habe ich ein bisschen Angst. Vielleicht hat sie sich total verändert. Ich habe sie seit 10 Monaten nicht gesehen. Was ist, wenn sie... Was denn? Plötzlich grüne Haare hat? Oder Rasterlocken? Kennst du deine Tochter so schlecht? Ich habe immer gedacht, ich kenne sie gut, aber irgendwie habe ich ein komisches Gefühl. Keine Ahnung, woher das kommt. Soll ich dir sagen, woher das kommt? Unser Kind ist erwachsen. Ja, vielleicht habe ich davor Angst. Vielleicht habe ich Angst, dass sie mich zur Oma macht. Dass mein Leben plötzlich vorbei ist. Hast du heute schon in den Spiegel gesehen? So eine Frau aus deinem Leben vorbei ist. Was ist los mit dir? Ich bin so aufgeregt. Hey. Hast du etwa Angst, dass sie mich nicht mögen? Quatsch. Dich mag doch jeder. Da kommen sie. Lass dich anschauen. Oh, tolle Haarfarbe. Gefällt dir? Ja. Oh, wir haben eine kleine Missordnung. Mhm. Darf ich euch vorstellen? Das ist Max von Wartenborg und das sind meine Eltern. Hallo, freut mich, Sie kennenzulernen. Hallo, Max. Marie erzählt ununterbrochen von Ihnen. Ich habe Max in Mailand kennengelernt. Er studiert dort Architektur. Wir feiern heute Abend bei ihm, im Schloss seiner Eltern. Abend. Einen Moment bitte, ich sage Prinz Max sofort Bescheid. Marie! Oh, schön, dass ihr da seid. Hallo Kleine. Wow, toll seht ihr aus. Sind wir die Ersten? Ja, ich wollte unbedingt, dass ihr noch vor den anderen da seid. Wieso? Seid ihr nervös? Oh, braucht ihr nicht. Ah, da kommt Max mit seinem Vater. Du, der ist total nett.
Vater, darf ich dir Maries Eltern vorstellen? Frau Haller, ihre Mutter, Herr Haller, ihr Vater. Julius. Hanna, ist das nicht möglich? Kennt ihr euch? Sag mal, Marie, was machen wir hier? Was tust du hier? Was ist denn los? Geht's dir nicht gut? Ist Max dein Sohn? Ja klar bin ich sein Sohn. Und außerdem ihr Schwiegersohn. Lieber Vater, liebe Schwiegereltern, Marie und ich, wir haben geheiratet. Gottes Willen. Guten Abend. Ich bin Alexa von Wartenburg. Guten Abend, die Mutter von Max. Kann mir mal einer sagen, was hier los ist? Das ist unmöglich. Ihr könnt nicht heiraten. Ihr dürft es nicht. Was ist denn los, Hanna? Marie ist deine Tochter, Julius. Max kann nicht dein Ehemann sein. Er ist dein Bruder. Was redest du denn da, Papa? Marie, es ist... Sag mir, dass das nicht wahr ist. Marie, du darfst mir sagen, dass das nicht wahr ist! Ich konnte nicht wissen, dass du eines Tages... Sie- Marie! Lass mich lassen! Aber... Die Ehe wird sofort annulliert. Oder nein, es ist vermutlich viel einfacher. Die Ehe ist mit Sicherheit ungültig. Natürlich ist sie ungültig. Bin bestimmt, dass Marie meine Tochter ist. Einen Moment noch nicht. Entschuldigen Sie, Herr Haller. Warum hast du mir nichts gesagt? Wie denn? Ich wusste doch nur deinen Vornamen. Ja, am Dienstag in München zum Beispiel. Was hätte das gebracht? Oh Gott, Julius, das tut mir alles so leid. Wenn ich geahnt hätte. Es ist unverzeihlich, dass du mir die Existenz unseres Kindes verheimlicht hast, Anna. Was hättest du denn gemacht? Deine Frau verlassen oder deinen Sohn? Wir wären doch alle nur unglücklich geworden. Das sind wir jetzt auch. Und nicht nur wir. Ich glaube, dass mich meine Eltern die ganze Zeit belogen haben. Ich hau ab. Und ich? Du kommst mit. Am besten, wir gehen irgendwo hin, wo uns niemand kennt. Wo keiner weiß, dass wir Geschwister sind. Wir könnten zum Was Beispiel... Was könnten wir? So tun, als wüssten wir es nicht? Meine Schwester Marie. Was erwartest du von mir? Dass ich mit meiner eigenen Schwester schlafe? Ich kann das nicht.
nicht mehr sehen. Marie! Verdammt! Jetzt renn doch nicht gleich weg! Marie, warte bitte! Bleib doch stehen! Lass uns darüber reden! Marie! Marie! Ich komme! Komm, jetzt hab ich dich! Komm! Okay. Komm. Stütz dich mit den Füßen! Komm! Zieh dich ganz langsam hoch! Es geht nicht! Ich hab dich! Hilf mir! Komm! Ja! Max! Nein, Max! Max! Nein! Mehr hören. Und ich will sie hier nicht sehen. Ich glaube, es ist besser, wenn sie gehen, Mai. Ich bin nicht schuld. Und Max auch nicht. Sie sind schuld. Sie und meine Mutter. Keine Angst zu haben. Ich will nichts von Ihnen und auch nicht von Ihrer Familie. Nicht einmal an Verhütung hast du gedacht. Wir hatten damals einen Riesenkrach, erinnerst du dich? Ich kann dich nicht mehr ertragen, ich will mich von dir trennen. Deswegen bin ich nach München. Ja, und dann hast du dich ganz schnell getröstet. Wo willst du denn überhaupt hin? Ich muss hier weg. Es tut mir leid, Julius. Es tut mir leid, dass ich nicht schon den Mut vor 20 Jahren gehabt habe, dich zu verlassen. Ich werde die Scheidung einreichen. Willst du nicht wenigstens noch so lange warten, bis wir Max beerdigt haben? Unser Sohn ist tot. Und zwar durch deine Schuld. Wage du mir nicht zu sagen, was ich tun und lassen soll. Julius hat mich angerufen. Kind, es tut mir so furchtbar leid. Lass mich, du hast alles kaputt gemacht. Sorry, lauf jetzt bitte nicht weg. Sag mir wenigstens, wo du hinfährst. Marie. Lass mich lassen. Marie. Schön, Herr Leitner. Morgen, die Herren.
Ich wollte schon lange einen Beileidsbesuch machen. Aber ich war in Japan bis gestern. Sehr interessantes Expansionsland übrigens. Wie auch immer. Prinz, es tut mir sehr leid, was mit Ihrem Sohn passiert ist. Danke. Trotzdem dürfen wir das Geschäftliche nicht vergessen. Ich meine, ich weiß von Ihren Schwierigkeiten und ich würde Ihnen gerne einen Vorschlag machen. Für die Wartenborgs hat sich ja nun doch einiges geändert. Ich meine, so ganz ohne Erbe. Ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, wie so ein Vorschlag auch... Ich will Wartenborg übernehmen. Zu einem fairen Preis, selbstverständlich. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Nicht so vorschnell. Hören Sie sich doch erst mal an, was ich Ihnen zu bieten habe. Ich möchte Sie jetzt bitten zu gehen. Ich mache keine Späße. Es ist mir todernst. Auf Wiedersehen, Herr Leine. Wiedersehen. Was bildet der Kerl sich ein? Tja, nur leider hat er recht, Vater. Wir haben keinen Erben mehr. Trotzdem werden wir Wartenburg nicht kampflos aufgeben. Wir brauchen eine Finanzspritze von den Banken. Und wir müssen so schnell wie möglich ein neues Konzept entwickeln. Wir brauchen frischen Wind. Das Geschäft darf nächste Woche vorverlegen. Der Spot ist praktisch fertig. Praktisch. Hast du vergessen, dass die noch mal neu mischen müssen? Ich weiß noch nicht mal, ob wir einen Studietermin bekommen. Was soll denn das? Das frage ich dich. Du legst seit Wochen ein Tempo vor, das völlig irre ist. That's business. Du schüttest dich mit Arbeit so, um nicht nachdenken zu müssen. So geht das nicht, Anna. Du kommst nicht drum rum, dich der Sache zu stellen. Was erwartest du von mir? Meine Tochter denkt, ich bin schuld am Tod ihres Bruders. Sie denkt, ich habe ihr Leben zerstört. Deshalb will sie nichts mehr von mir wissen. Okay, das habe ich begriffen. Ich habe begriffen, dass ich an allem schuld bin. Mein Kind ist todunglücklich. Du bist todunglücklich, weil sie mit dir auch nichts mehr zu tun haben will. Und an die Wartenburgs darf ich gar nicht erst denken. Verdammt, was erwartest du von mir? Vielleicht nur, dass du anfängst, drüber zu reden. Vielleicht hätten wir es Marie sagen sollen, schon vor Jahren. Was hätten wir sagen können? Dass du nicht ihr Erzeuger bist? Ich wusste nicht mal seinen Namen. Du hast ihn gleich wiedererkannt, nicht wahr? Du hast wirklich nie überlegt, ob du nicht doch suchen sollst. Hast du ihn geliebt? Es war eine Nacht. Eine einzige Nacht. Das war ein Scheißjob. Und ich habe gedacht, mit meinem Abschluss steht mir die Welt offen. Du bist einfach zu ungeduldig. Ungeduldig? Ich habe fast 100 Bewerbungen geschrieben. Und was mache ich? Kunsthistoriker brauchen sie noch weniger als Designer. Aber ich habe erst 9 abgeschickt. Ich verstehe sowieso nicht, wie du das aushältst. Der Putzjob ist doch wirklich das Letzte. Ich an deiner Stelle würde einfach die Kohle meiner Eltern nehmen. Oder meinem echten Vater meinen Job. Kannst du jetzt mal bitte aufhören? Ich weiß doch, dass das alles sehr schwer ist für dich. Aber Marie, davon, dass du den Kopf in den Sand steckst, wird Max auch nicht wieder lebendig. Sag mal, kapierst du es nicht? Max ist tot. Meine Eltern haben mich ein Leben lang angelogen. Weißt du, was das Allerschlimmste ist? Dass ich plötzlich überhaupt nicht mehr weiß, wer ich bin.
mache ich das nicht mehr mit. Diese dauernde Putzerei. Hallo, ihr zwei. Hi. Für dich. Ich dachte schon, Sie haben uns vergessen. Tschüss. Danke. Tschüss. Christian Leitner, du hast eh wieder nur eine Absage. Hey, schläfst du? Schau dir den Brief an. Absagen schicken sie in DIN A4. Meinst du? Ja, mach auf. Nee, ich trau mich nicht. Mach du. Und? Bestimmt eine Absage, 100 pro. Und? Ich fürchte, ich muss wohl deinen Job mit übernehmen. Was? Du sollst dich vorstellen. Zu näheren Gesprächen laden wir sie herzlich ein. Oh! Imposant, nicht wahr? Mhm. Bisher haben wir ja mehr den Massengeschmack bedient. Das wollen wir auch beibehalten. Aber wir werden uns vergrößern. Und zwar führen wir eine Art Edellinie ein. Edel, sehr teures, modernes Design aus Glas. Und für diesen Zweig suchen wir junge Designer. Was ich von Ihnen gesehen habe, gefällt mir ganz hervorragend. Danke. So, jetzt haben Sie alles gesehen. Ich denke, wir sollten über die Modalitäten Ihres Vertrages reden. Ah, Thomas. Gut, dass ich dich sehe. Kann ich dir gleich Marie Haller vorstellen, unsere neue Designerin. Thomas Fischer, unser Betriebsleiter. Hallo. Hallo. Herr Fischer weiß über alles hier bestens Bescheid. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Danke. Wieso hast du mich nie angerufen? Wie denn? Du bist einfach abgehauen. Ich habe nichts von dir gewusst. Das verstehe ich nicht. Ich habe dir einen Zettel dagelassen mit meiner Telefonnummer. Da war kein Zettel. Ich hatte immer gehofft, dass du dich nochmal bei mir meldest. Weißt du warum? Weil dein Lachen, weißt du, deine Augen, dein Charme mir nie wieder aus dem Kopf gegangen sind. Ich wollte einfach nicht wahrhaben, dass ich dich nicht mehr wiedersehen sollte. Du warst verheiratet. Unglücklich, ja. Und wenn wir uns wirklich wiedergesehen hätten? Was hättest du gemacht? Mich geheiratet? Dich scheiden lassen? Ich passe nicht in deine Kreise. Vielleicht wäre mir das Erbe der Wartenbox egal gewesen. Du, ich war damals wie mein Sohn. Jung, mutig, spontan. Wie geht's, Marie? Sie hat sich nur kurz bei Jürgen gemeldet. Mit mir will sie nicht reden. Sie lässt mich nicht an sich heran. Ich habe keine Ahnung, wie es ihr geht und was sie macht. Schönen guten Morgen, die Herrschaften. Darf ich euch eure neue Kollegin vorstellen, Marie Haller. Sie ist zuständig für die Abteilung 4. Kommt direkt aus Mailand, frisch von der Akademie. Und sie wird neuen Schwung hier in die Bude bringen. Hallo, herzlich willkommen. Das ist Monika Feldbauer, der gute Geist der Designabteilung. Sie weiß alles und sie wird Ihnen bestimmt helfen, wenn mal Not am Mann ist. Ja, und das ist Ihr Arbeitsplatz. Schön. Ja, dann frohes Schaffen allerseits. Und Sie sehe ich heute Abend um 7 in meinem Büro. Okay. Viel Spaß. Danke. Hast du eine Ahnung, wo sie her hat? Ich habe was Leuten hören. Sie soll die Frau vom jungen Wartenbock gewesen sein, der tödlich verunglückt ist. Aber irgendwas hat da wohl nicht gestimmt. Dann haben wir jetzt eine Prinzessin. Und was will der Leitner von ihr? Wir sind doch genug Leute. Keine Ahnung. Vielleicht will er den Wartenbock sehr eins auswischen. Ich meine, irgendwie hat es ja was. Wenn die Schwiegertochter von Prinz Julius bei der Konkurrenz ist. Hier, die neuen Entwürfe. Die habe ich schon gesehen, ja. Für die kommende Weihnachtskollektion. Sterne, Engel, das gewohnte Repertoire. Ja, alles Schrott. Ich werde nochmal mit den Designern reden. Ach, reden, als wenn das was bringen würde. Feiern musst du sie, Julius. Ich denke darüber nach, die Geschäftsführung niederzulegen, Vater. Was ist denn das für eine Haltung? Flucht? Jetzt hör mir mal zu, mein Junge. Ein Wartenbock gibt nicht auf, der kämpft für das, was ihm wichtig ist. Ich bin doch kein kleiner Junge mehr, Vater. Aber du benimmst dich wie einer. Weil ich über mein Leben nachdenke?
Du hast deinen Sohn verloren. Das ist schmerzhaft. Das ist vielleicht das Schlimmste, was einem Vater passieren kann. Aber muss man deswegen gleich alles aufgeben? Sein Beruf, seine Ehe. Wieso versuchst du nicht, dich mit Alexa zu versöhnen? Geh zu ihr, bitte sie um Verzeihung. Sie gehört jetzt an deine Seite. Weißt du, was ich glaube? Dass ich schon vor Hannah wusste, dass wir nicht zusammenpassen. Ach, Unsinn. Du seid mehr als 25 Jahre verheiratet. Und 23 davon waren wir nicht glücklich. Och, was redest du denn da? Ich habe euch doch gesehen täglich, dich, deinen Sohn und deine Frau. Alles nur Fassade, Vater, Fassade. Für Max allerdings hätten wir alles getan. Aber jetzt? Aber diese Hannah, die ist nichts für dich. Du weißt, dass sie niemals in Frage gekommen wäre als Frau eines Wartenbocks. Damals nicht und heute nicht. Oder würdest du wirklich dein Erbe aufs Spiel setzen und in Kauf nehmen, aus der Familie ausgestoßen zu werden? Wahrscheinlich habe ich auch deswegen so schnell aufgehört, nach ihr zu suchen, weil ich nicht den Mut gehabt hätte, zu ihr zu stehen mit allen Konsequenzen. Naja. Nur Vater, wenn Hannah sich damals bei mir gemeldet hätte, vermutlich hätte ich alles stehen und liegen lassen. Entschuldige, Julius, deine Sekretärin hat mir gesagt, wo ich dich finde. Vater? Grüß dich, mein Kind. Wie geht's dir? Gut siehst du aus. Danke. Kann ich dich mal sprechen, Julius? Nein, nein, Johannes, bitte bleib hier. Was ich zu sagen habe, betrifft auch dich. Ich habe sehr viel Zeit gehabt, über alles nachzudenken. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass meine Flucht voreilig war. Aber ich war sehr verletzt und total durcheinander. Und außerdem war ich unendlich traurig. Ich wusste einfach nicht mehr, wohin ich gehöre. Ja, was deinen Seitensprung von vor 20 Jahren betrifft, ich denke, dass du ihn bereust. Und für den schrecklichen Tod von unserem Sohn, da mache ich keinen verantwortlich. Das war ein Unfall. Wenn überhaupt irgendjemand schuld ist, dann diese Hannah. Aber ich finde, wir sollten uns wie zwei erwachsene Menschen benehmen und versuchen, diese schwierige Zeit gemeinsam durchzustehen. Das ist sehr großzügig von dir, Alexa. Ja, und nun zur Firma. Mein Bruder Harald, der wäre bereit, seinen Job in den USA aufzugeben, um die Geschäftsführung der Firma Wartenborg Kristall zu übernehmen. Er würde versuchen, die Firma zu sanieren. Und wie soll das gehen? Er hat ein Vermögen und er würde es in die Firma investieren. Und was verlangt er dafür? Ich meine, er macht es doch nicht aus uneigennützigen Motiven, oder? Ach, nein, er wäre Partner. Ich meine, wenn er uns den dringenden Kredit gibt und er würde 51% der Anteile der Firma erhalten. Aber wenn der Kredit bezahlt ist, dann würden die Anteile selbstverständlich an die Familie zurückgehen. Ich glaube, das wäre das Beste für Wartenburg und für uns. Julius. Julius. Lass uns versuchen, nochmal von vorne anzufangen. Ich liebe dich. Hallo. Hallo. Schön, dich zu sehen. Wie war es in Berlin? Alles gut gegangen? Die Sache mit Knight und der geht wohl klar. Ich denke, wir kriegen den Auftrag. Herzlichen Glückwunsch. Willst du nicht zu mir kommen? Jürgen. Ich bin ziemlich kaputt von der Fahrt. Ich mache mir noch schnell ein Brot, dann gehe ich gleich schlafen. Du hast es doch all die Jahre gewusst. Und du hast es mir nie vorgeworfen. Ich dachte, du hättest mir verziehen. Das dachte ich wohl auch. Aber? Ich bin nicht ganz sicher.
Vielleicht ist es für dich nie vorbei gewesen und du hattest alles nur verdrängt. Und jetzt ist es wieder da. Okay, Harald, dann bis übermorgen. Bye, Darling. Bis dann. Diese Zeitverschiebung. Ich werde mich nie daran gewöhnen, dass es jetzt in New York Nachmittag ist. Naja, das hatte jetzt Gott sei Dank bald ein Ende. Ich bin so froh, dass mein Bruder bald wieder bei mir ist. Glaub mir, das war die beste Idee, die wir hatten, Harald in der Firma aufzunehmen. Entschuldige, Alexa, aber ich bin jetzt nicht in Stimmung. Glaub mir, das wird alles wieder gut. Ich weiß, das ist schwer. Und dass wir um Max trauern, das heißt doch aber nicht, dass unser Leben nicht weitergeht. Wir könnten noch ein Kind bekommen. Ja, es gibt halt Mittel und Wege. Wir könnten noch einen Erben bekommen. Wieso? Ich habe doch eine Tochter. Diese Marie? Du wirst sie doch wohl nicht anerkennen. Wieso? Hat Marie kein Recht darauf? Ach, sie hat doch mit uns überhaupt nichts zu tun. Überhaupt nicht. Ich will sowas nicht wieder hören. Tut mir leid, dass ich dich geweckt habe. Schon gut. Hast du was von Marie gehört? Wie es ihr wohl geht? Ich muss dauernd an sie denken. Frag sie selbst. Sie will mit mir nicht reden. Einer muss ja hier vernünftig sein. Hallo? Marie, es tut mir leid, dass ich so spät anrufe. Hast du schon geschlafen? Ich arbeite noch. Du, ich wollte dich nicht lange stören. Ich wollte nur hören, wie es dir geht. Ich habe so lange nichts von dir gehört. Danke, mir geht's ganz gut. Ich habe jetzt einen Job bei Leitner. Kennst du die Firma? Ja, natürlich kenne ich Leitner. Das ist der größte Konkurrent von Wartenburg. Ich weiß. Leitner war der Erste, der mir einen vernünftigen Job angeboten hat, nachdem ich so lange gesucht habe. Und außerdem interessiert es mich überhaupt nicht, mit wem Wartenburg konkurriert und mit wem nicht. Verstehe. Du, Marie, glaubst du, wir könnten uns sehen? Ich rufe dich an, ja? Wie du willst. Ist mir alles so fremd geworden, seitdem Max tot ist. Ich brauche einfach ein bisschen Zeit, okay? Du, ich muss jetzt Schluss machen. Tschüss. Marie! Es geht dir gut. Das Wichtigste ist doch, dass es Marie gut geht. Wo gehst du hin? Schlafen. Max war es lieber auf den ersten Blick. Ich würde alles dafür geben, es ungeschehen zu machen. Ich war seine Frau. Wir hatten so viele Pläne.
Wenn du mir nicht verheimlicht hättest, wer mein richtiger Vater ist, dann würde Max es noch leben. Ich wusste von deinem Vater nur den Vornamen. Was hätte ich denn tun sollen? Vielleicht suchen mit einem Detektiv? Ich hatte meinen Stolz. Ich war noch nie einem Mann hinterhergelaufen. Und dann war ich schwanger. Wieso hast du mich eigentlich nicht abgetrieben? Daran habe ich nicht eine Sekunde gedacht. Und wie war es, als du ihn wiedergesehen hast? Diese Nacht ist so weit her. Julius lebt in einer anderen Welt. Ich gebe zu, ich habe schon manchmal an ihn gedacht, ja. Ja. Vielleicht hätten wir uns wirklich ineinander verliebt. Aber ich glaube, wenn ich damals gewusst hätte, wer er ist, ich hätte mich nie mit ihm eingelassen. Es war schon schwer genug, dass er verheiratet war. Du dachtest, du kannst das Schicksal austricksen, ne? Papa? 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 Marie! Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Also, wenn du gerade in der Besprechung bist, dann komme ich später. Nein, Frau Mellander, wir sind gerade fertig. Ich denke, wir sind uns einig. Bis Monatsende bekommen Sie einen ersten Entwurf. Bin ich sehr gespannt. Ich bringe Sie noch raus. Wiedersehen, Herr Haller. Nein, danke, ich kenne den Weg. Wiederschauen. Tschüss. Schön, dich wiederzusehen. Na, wie geht's dir? Besser. Du, ich bin eigentlich nur gekommen, weil ich dich fragen wollte oder weil ich wissen wollte, ob sich irgendwas zwischen uns beiden geändert hat. Jetzt, wo klar ist, dass ich nicht deine... Marie, ich war dabei, als du auf die Welt gekommen bist. Ich hab dir deine Windeln gewechselt. Ich hab dich an deinem ersten Schultag zur Schule gebracht. Du bist meine Tochter. Egal, was passiert. Was ich dir aber nicht abnehmen kann, ist die Entscheidung, ja, wie du dein Verhältnis zu mir künftig sehen willst. Ich meine, ich kann nicht beurteilen, was es für eine Rolle spielt, dass ich nicht dein leiblicher Vater bin. Außerdem, es könnte ja sein, dass du es vorziehst, eine Prinzessin zu sein. Ach, Quatsch. Lieber als Marie Haller. Papa, die Wartenburg sind mir noch sowas von egal. Was mache ich hier eigentlich? Ich hätte dich einfach weitersuchen sollen. Ach komm. Dein Vater hätte dich wahrscheinlich umgebracht, wenn du mit mir an der Hand erschienen wärst. Eine bürgerliche. Und dann auch noch schwanger. Erinnerst du dich noch daran, wie wir eng umschlungen miteinander getanzt haben? Und ich verliebt wie ein Primaner in deinen türkisfarbenen Augen badete? Lach nicht. Es gab auch Zeiten, wo ich versucht war zu glauben, du wärst nur ein One-Night-Stand gewesen. War ich das nicht? Wie konnte ich mich nur so irren? Wir sind beide verheiratet. Ja, auf dem Papier. Seien wir doch ehrlich, Hannah. Alexa und ich, wir leben seit Jahren gemeinsam ein eigenes Leben, unglücklich. Eine Scheidung käme für niemanden unerwartet. Mir geht das alles zu schnell.
Es gibt nicht nur uns und Alexa und Jürgen. Es gibt auch noch Marie und ich... Ich weiß nicht, ob sie verstehen würde. Gib mir die Chance. Ich werde sie nicht noch einmal verspielen, das verspreche ich dir. Ja. Reib ihn gut trocken. Ich habe ihn ziemlich ins Schwitzen gebracht. Na komm. Ja. Ich muss mit dir reden. Muss das hier sein, Vater? Immerhin bringst du sie nicht ins Schloss. Was hast du vor? Ist sie deine Geliebte? Hältst du das für ratsam? Über kurz oder lang wird sie von dir verlangen, dass du ihre Tochter anerkennst. So geht das nicht, mein Junge. Ja, du hast recht, Vater, so geht das nicht. Ich werde mich von Alexa trennen. Hast du dir mal überlegt, was passiert, wenn du dich von Alexa scheiden lässt? In der Sekunde, in der das Scheidungsurteil gesprochen sein wird, wird Alexa ihr Geld aus der Firma ziehen und die Kreditzusage ihres Bruders platzen lassen. Und das wird das Ende der Mattenbrust. Das wird sie nicht tun. Ja. Das ist Erpressung. Könntest du das wirklich verantworten? Dass wir untergehen mit Mann und Maus, nur weil du meinst, dich verwirklichen zu müssen. Du hast Alexa sehr verletzt. Trotzdem hat sie dir verziehen. Sie ist eine sehr großzügige Frau. In jeder Hinsicht. Noch einmal darfst du sie nicht verletzen. Dazu hast du kein Recht. Wie geht's? Ich bin's. Besser. Marie ist bei uns. Wer ist es denn? Julius. Geht es dir gut? Nein. Ich werde verrückt, wenn ich an euch denke. Es ist alles nicht so einfach, nicht wahr? Was ist mit Marie? Was denkst du? Wird sie mich sehen wollen irgendwann? Sie denkt darüber nach, aber sie ist noch nicht so weit. Sag ihr bitte, dass es mir sehr wichtig ist, ja? Okay, tschüss. Ich verstehe es alles nicht. Noch vor ein paar Monaten, da waren wir eine ganz normale Familie. Und jetzt? Jetzt bricht plötzlich alles auseinander. Das sind alles nur gelogen, was zwischen uns war. Hast du dich die ganzen Jahre immer nur nach diesem Prinzen gesehnt? Liebst du Papa überhaupt noch? Doch, natürlich. Es ist nur... Soll ich dir sagen, wie ich mich fühle? Es ist so, als hätte mir all die Jahre meine zweite Hälfte gefehlt. Ich habe es gar nicht mehr wahrgenommen, weil ich mich damit arrangiert hatte, mit nur einer Hälfte zu leben. Und jetzt hast du sie gefunden, ja? Deine andere Hälfte. Otto, bringen Sie mir das Gleiche wie meinen Bruder. Hallo. Na, was machst du hier am helllichten Tage? Musst du nicht in deinem Büro sein? Ich lasse gerade diesen grässlichen Teppichboden rausreißen. Dieses graue Block kann nicht mehr aufs Gemüt gehen. Am Dienstag wird er neu verlegt. Danke. Sind das die neuen Entwürfe? Ja. Ach, hier steckst du. Schauer. Na halt. Es kann nicht sein, ruhig. Es kann nicht sein, dass du die Entwürfe siehst, bevor Vater und ich einen Blick drauf geworfen haben, ja? Bin ich Geschäftsführer oder nicht? Der zweite. Und die kannst du getrost vergessen. Ich war von vornherein dagegen, diese Amerikaner einzustellen, weißt du? Moment, sie haben genau das getan, was ich von ihnen verlangt habe. Das hier wird einschlagen wie eine Bombe, das garantiere ich dir. Mein lieber Harald, wir sollten uns mal dringend unterhalten. Offensichtlich bestehen da einige Missverständnisse, was die neue Linie angeht. Natürlich nur, wenn es eine Zeit erlaubt. Natürlich. Hast du das gesehen?
Da sagst du gar nichts mehr, was? Marie? Ich denk schon. Guten Tag. Hallo. Was wollen Sie? Ich möchte ganz gern ein bisschen mit Ihnen reden. Eine Nachricht hinterlassen nach dem Signalton. Ja, hier ist Hanna. Ich wollte eigentlich nur... Ach, Blödsinn. Julius, ich habe Sehnsucht nach dir. Soll ich den aufmachen? Nein, ich mach das schon. Kreative Köchin bin ich nicht gerade, aber na, ich hoffe, dass es schmeckt. Man kann ja nicht in allen Bereichen kreativ sein, nicht? Ups. So. Wahrscheinlich weißt du auch nicht so ganz genau, was du von mir willst. Aber eins ist klar, ich habe einen Vater. Der Platz ist besetzt. Jetzt weiß ich auch, warum Max sich in dich verliebt hat. Du bist ehrlich und offen. Das hat er immer sehr geschätzt. Prost. Prost. Ich weiß natürlich, dass ich nicht dein Vater sein kann. Aber ich bin sehr froh, dass es dich gibt. Wenn du mal ein Problem hast oder Hilfe brauchst, dann bin ich natürlich jederzeit für dich da. Vielleicht darf ich sogar ein Freund für dich sein. Damals in dieser Nacht in München. Wenn du meine Mutter wieder getroffen hättest, hättest du sie dann geheiratet? Ich meine, du hattest eine Frau und einen Sohn und meine Mutter war nur bürgerlich. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Es gibt Gesetze, Verpflichtungen. Ich war der einzige Sohn. Das bist du halt immer noch. Und eure Gesetze haben sich auch nicht großartig geändert, oder? Oh, hallo. Hallo. Wartenburg. Ich bin Friederike. Wolltest du nicht mit dem Essen auf mich warten? Das muss ich auf meine Kappe nehmen. Ich habe Marie gebeten, mir eure Wohnung zu zeigen. Wahrscheinlich habe ich die Neugier von ihm. Machen Sie mal keine Affäre aus diesem rein privaten Besuch. Ich schätze keine privaten Besuche der Konkurrenz in meiner Firma. Ich weiß doch zu genau, dass Ihnen das Wasser bis zum Hals steht. Eine Graf Thymarie Haller würde Ihre Firma gut tun. Passen Sie mal die Kirche im Dorf, bitte. Ja? Herr Leitner. Hallo, Marie. Hallo. Das wird ja immer schöner. Fängt sie heute schon bei Ihnen an? Ich wollte nicht stören. Ich wollte dir nur sagen, wenn du willst, dann können wir es probieren. Was Sie vergessen wollen, dass Sie einen Vertrag mit mir haben. Sie können ja nicht so einfach anfangen. Bitte? Der Prinz ruft und das Aschenputtel kommt. Aber eins sage ich Ihnen, nicht mit mir. Ich gehe vor Gericht. Ich darf mich doch hier nicht zum Narren machen. Abwerben wollte. Leitner ist mein größter Konkurrent. Er weiß, dass ich dringend junge, frische Designer suche. Und? Hat er recht? Bist du nur an meinem Talent interessiert? Ach, Blödsinn.
Marie, natürlich wäre ich froh, wenn du bei mir arbeiten würdest, aber ich wollte dich einfach nur sehen. Siehst du? Genau das ist es. Du brauchst mich für deine Firma. Deswegen hast du dich bei mir eingeschleimt und ich will, dass ich für deine Konkurrenz arbeite. Wenn du dich nämlich für mich interessiert hättest, ja? Dann hättest du dich nämlich schon viel früher gemeldet. Marie, das stimmt doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Morgen, Marie. Morgen. Alles in Ordnung? Klar. Ich bin nur ein bisschen spät dran. Haben Sie Leitner schon gesehen? Ich wollte gerade zu ihm. Wir haben Termin beim Maschinenbauer. Wir treffen uns dort. Wenn Sie ihn sehen, können Sie ihm dann bitte sagen, dass es nur ein Missverständnis war? Oder, ach Quatsch, sagen Sie ihm einfach, dass ich ihn ganz dringend sprechen muss. Das ist wichtig. Was ist denn passiert? Nichts. Ist nur, ich glaube, er hat da irgendwas falsch verstanden. Und wenn ich das nicht ganz schnell klarstelle, dann verliere ich wahrscheinlich meinen Job. Das kann ich mir nicht vorstellen. Leitner ist ganz begeistert von Ihren Entwürfen. Aber ich sag's ihm. Marie, machen Sie sich nicht so viel Gedanken. Okay. Hallo? Ich bin's. Jürgen? Wo bist du? Hör zu, Hanna. Ich werde eine Weile im Hotel wohnen. Aber du wolltest doch heute nach Hause kommen. Es ist besser so. Ich brauche Zeit. Und irgendwie Abstand. Ja, natürlich. Das verstehe ich. Ich dachte nur, ich habe mich so gefreut, dich zu sehen. Weil es mit Julius nicht klappt. Marie hat mir alles erzählt. Hanna, ich kann mir vorstellen, wie du dich jetzt fühlst. Und es tut mir auch wirklich leid, nur als Lückenbüßer tauge ich nicht mehr. Du warst nie ein Lückenbüßer. Da bin ich mir nicht so sicher. Sie werden sehen, in 2 Jahren gehe ich an die Börse und gehe die Pasta richtig ab. Ja, ich versichere Ihnen, unter meiner Führung weht ein anderer Wind. Ich muss meine neuen Räumlichkeiten erstmal bezogen habe, starte ich durch. Ja. Ich bitte Sie, der Name Wartenborg steht für Qualität. Die haben in den letzten Jahren einfach nur den Trend verschlafen. Was ja auch nicht weiter verwunderlich ist, wenn man die Nase nie aus dem Schloss heraussteckt. Einen Moment bitte. Was gibt's denn so wichtig? Erstens. Sämtliche Neueinstellungen werden mit mir abgesprochen. Zweitens, die Richtlinien für das Design werden mit mir besprochen. Drittens, die Presse redet ausschließlich nur mit mir. Und viertens, auf Messen nach Osaka oder Köln reise ausschließlich ich. Ist das klar? Ach, wieder von den Toten auferstanden? Umso besser. Bringen wir das Schiff wieder ins richtige Fahrwasser. Noch was, Harald. Du bist zwar der 2. Geschäftsführer und hältst vorübergehend die Mehrheit der Anteile an der Firma, aber das tägliche Geschäft bestimmen immer noch mein Vater und ich. Und ohne unsere Zustimmung geht gar nichts. Überhaupt nichts. Damit du verstehst, was ich meine. Das ist Privatgrund. Ich möchte Sie bitten, sich zu entfernen. Sie wissen, wer ich bin, nicht wahr? Es ist wirklich wunderschön hier. Ich verstehe, dass Sie Angst haben. All das hier könnte in falsche Hände geraten, Fürst Wartenborg. Sie verstehen gar nichts. Sonst wären Sie nämlich nicht hier. Sonst würden Sie meinen Sohn in Ruhe lassen. Finden Sie nicht, dass Sie schon genug Unglück in meine Familie gebracht haben? Wenn ich mich von Alexa trenne, wird sie mit absoluter Sicherheit das Geld aus der Firma ziehen und Wartenburg in den Ruin stürzen.
Habe ich überhaupt das Recht, das Glück des Individuums über das Glück der Familie zu stellen? Was meinst du? Geht es um Glück oder um Geld? Gute Frage. Aber vielleicht ist das nicht mehr miteinander zu trennen, wenn es sich um so einen alten Familienbesitz handelt. Und was ist mit dir? Brauchst du die Firma so sehr? Ich weiß nicht. Aber wenn alles um einen herum zusammenbricht, dann gibt die Firma und die Familie schon eine Menge Halt. Julius, ich hab... Sind Sie hier, um die Alimente der letzten 20 Jahre einzuklagen? Schade. Julius, hast du die Kleine überhaupt schon anerkannt? Alexa, bitte. Es gibt auch Leute, die nicht nur ans Geld denken. Das beruhigt mich. Auf Wiedersehen und viel Glück. Ich hatte dich gebeten, den Kontakt zu ihr abzubrechen. Zu wem ich Kontakt halte und zu wem nicht, das entscheide immer noch ich selbst, ja? Ich glaube, das siehst du falsch. Übrigens, ich fliege mit Harald nach Köln zur Messe. Es wird Zeit, dass ich mich selbst um die Geschäfte kümmere. Marie? Hast du keinen Schlüssel? Nee, den habe ich irgendwie verlegt. Und, wo warst du? Bei Julius? Ja, ich habe mich da wohl ein bisschen verrannt in der letzten Zeit, aber das ist jetzt vorbei. Was wolltest du denn von uns? Ich wollte dich eigentlich nur warnen. Julius von Wartenburg. Er ist vielleicht nicht ganz ehrlich. Er hat so getan, als ging es ihm um mich. Als wollte er seine Tochter kennenlernen. Ihr habt euch getroffen. Aber es wäre besser gewesen, wenn nicht. Im Grunde ging es ihm nur um meine, wie sagt man so schön, Arbeitskraft. Wartenburg hat wohl immense Probleme. Er wollte mich schlicht und einfach abwerben. Und dann hat er die Familienbande heraushängen lassen, damit es leichter geht. Bist du sicher, dass du nichts Mama, falsch... Mama, ich habe deswegen fast meinen Job bei Leitner verloren. Und? Wie sehe ich aus? Super. Okay. Toi, toi, toi. Sie sehen toll aus. Ja, zur Vertiefung nach dem Film. Danke. Hallo. Hey. Wollen wir? Renata hat die Koffer gepackt. Was soll das? Ich fliege morgen nach Köln, wie du weißt, ist Messe. Sag mal, meinst du nicht, ich sollte auch über deine Reisen informiert werden und nicht nur das Hausmädchen? Außerdem wollte ich dich auf die Messe begleiten. Das Haus Wartenburg wird von Vater und von mir vertreten. Verdammt nochmal, warum willst du nicht, dass ich mich in die Firma einbringe? Weil du keine Ahnung hast von diesem Geschäft. Seit 20 Jahren interessierst du dich nicht für die Firma. Entschuldige, Alexa. Aber es geht nicht mehr mit uns. Naja. Wenigstens bist du ehrlich. Aber leider hast du die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Ich werde dich auf die Messe begleiten, ob du es willst oder nicht. Ja, und wenn schon nicht aus geschäftlichen Gründen, dann aus repräsentativen. Denn irgendwann wirst du Chef vom Hause Wartenburg. Genau das ist der Punkt. Frau des Chefs zu sein, nicht? Nur darum geht es dir. Ja, nur darum geht es mir. Ich habe schon gedacht, du willst endgültig aus meinem Leben verschwinden. Ich hatte es in Erwägung gezogen. Aber? Wir hatten eine gute Zeit miteinander, Hannah.
Aber es ist vorbei. Soll das heißen, dass... Was würdest du tun, wenn Julius sich von seiner Frau und seiner Familie trennen könnte? Sei ehrlich. Ich kann gar nicht glauben, dass du den Film zum ersten Mal gesehen hast. Und ich kann nicht glauben, dass du den Film schon zum 10. Mal gesehen hast. So ein Kitsch. Aschenputtel ist wirklich nichts dagegen. Sagt die Prinzessin und gibt dem armen Kaufmann Eintritt. Was soll denn das? Nichts. Da brauchst du mich gar nicht so anzufunkeln, das war Quatsch. Ich bin keine Prinzessin. Sehr gut. Ich bin nur so rausgerutscht, weil alle darüber reden, dass dein Vater Prinz Julius ist. Ja und? Scheißegal, wer oder was mein Vater ist. Ich bin auf jeden Fall keine Prinzessin. Das ist wahrscheinlich auch besser so. Sonst hätte ich nur lernen müssen, mit Messer und Gabel zu essen. Ich will die Scheidung, Alexa. Ich habe sehr lange und gründlich darüber nachgedacht. Ich meine, wenn du Wartenborg vernichten willst, dann musst du es tun. Mit der Drohung hältst du mich nicht mehr. Was redest du denn da? Ich will doch Wartenborg nicht vernichten. Ich will es retten. Julius... Du kannst nicht einfach alles hinschmeißen. Ich meine, wir sind seit 25 Jahren verheiratet. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du deine Drohung zurücknehmen könntest. Und wenn dein Bruder nicht gleich das Geld aus der Firma ziehen würde, nur weil wir vielleicht nicht mehr verheiratet sind. Ich wäre dir sehr dankbar dafür. Für keine Dankbarkeit. Ich will dich. Es tut mir leid. Machst du mir bitte auf? Oder muss ich mit Gewalt? Darf ich dir eine ehrliche Frage? Wenn ich keinen Titel hätte, ja? Kein Schloss, keine Firma, kein Job. Ich dich aber lieben würde wie keine andere Frau auf dieser Welt. Würdest du mich dann immer noch haben wollen? Ja. Sehen Sie, ich habe doch gewusst, dass wir für uns beide noch eine gute Lösung finden werden. Eine Lösung, die Sie bestimmt nicht bereuen werden, Herr Leitner. Perfekt, also. Jetzt haben die Anwälte das Wort. Ah, Frau Haller. Herr von Tannheim, darf ich Ihnen Frau Haller vorstellen? Ich würde mal sagen, sie ist unser kommender Designstar. Marie Haller. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Sie müssen sich bestimmt keine Sorgen um Ihren Job machen. Für Leute wie Sie ist ja auch in Zukunft Platz. Also, das wär's fürs Erste. Ich höre von Ihnen. Sowieso. Machen Sie es gut. Frau Haller. Wiedersehen. So, und jetzt lassen Sie mich mal sehen, was Ihnen so eingefallen ist. Ja, gern. Wie kannst du es wagen, alles, was der Familie gehört, aufs Spiel zu setzen? Ich liebe Hannah. Ja, Vater, ich hätte mich schon vor 20 Jahren von Alexa trennen sollen. Im Übrigen hat sie ihre Drohung zurückgenommen. Und du glaubst ihr?
wie du willst. Ich werde noch heute mit den Anwälten reden. Der nächste Chef des Hauses Wartenburg wird Karl Otto sein. Ich wünsche ihm viel Glück. Vater, du hast es in der Hand. Wenn du Hannah und Marie akzeptierst, dann bleibe ich. Und ich werde alle meine Kraft... Sag mal, dieser Herr von Tannenheim, was ist denn das für einer? Wie heißt denn seine Firma? Der war lange in den USA und seit ein paar Monaten ist er Geschäftsführer bei Wartenburg und kümmert sich um die Fusion der beiden Unternehmen. Bei Wartenburg Kristall? Ja. Soll das etwa heißen, dass Wartenburgs mit Leitner zusammengehen? Sieht so aus. Obwohl, schon komisch, ne? Ja. Julius von Wartenburg hat bisher allen Fusionsangeboten widerstanden. Ja, es ist vorbei, endgültig. Gott sei Dank. Sehr mühsam. Ich bin eigentlich auf dem Weg zu dir, aber ich möchte vorher noch mit Marie sprechen. Ich will die Sache zwischen uns klären. Also bis gleich, Hannah. Was für ein Zufall. Hallo. Ich wollte gerade zu dir. Sag mal, weißt du, dass dein Geschäftsführer Harald von Tannenheim eine Fusion mit Leitner plant? Unmöglich. Dazu hat ihn niemand autorisiert. Wenn man vom Teufel spricht. Harald! Wie ich sehe, weißt du schon alles. Wenn du willst, erkläre ich dir die Sache ganz genau. Das ist nicht dein Ernst, hä? Du willst mit Leitner fusionieren? Vater und ich werden das zu verhindern wissen. Schon mal was von feindlicher Übernahme gehört, lieber Schwager? Und vergiss nicht, dass nur mir die Mehrheit der Firma Wartenburg gehört. Was wollen Sie? Mehr Geld? Eine leitende Position? Macht? Können Sie alles haben? Ich will kündigen. Was soll das? Sowas ist üblich in der Geschäftswelt. Die Großen schlucken die Kleinen. Sagen Sie mal, haben Sie mich eigentlich eingestellt, weil ich Talent habe oder weil Sie meinem Vater eins auswischen wollten? Jetzt seien Sie mal nicht so empfindlich. Habe ich doch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ah, Fliege. Schönen Tag noch, Herr Leitner. Leicht habe ich es mir nicht gemacht. Das kannst du mir glauben. Du wirst es doch hoffentlich nicht bereuen, oder? Das kann ich dir nicht versprechen. Jetzt musst du mich auch noch mit durchfüttern. Ich habe gekündigt. Das verstehe ich nicht. Der Job hat dir doch gefallen. Ja, der Job schon, aber ehrlich gesagt, weißt du, als Kind, da habe ich immer diese kleinen Kristallfiguren bewundert, die eine Firma Wartenburg gemacht hat. Zur Erstkommunion habe ich dann endlich eine bekommen. Es war ein kleiner Schwan. Irgendwann hat ihn dann eine Freundin von mir fallen lassen. Mama hat mich getröstet und hat gesagt, weißt du was, wir gehen jetzt zu den Wartenburgs und kaufen dir einen neuen. Und jetzt soll es Wartenburg nicht mehr geben? Das kannst du nicht zulassen. Das liegt nicht mehr in meiner Macht. Das glaube ich dir nicht. Was machst du denn hier? Die haben mir am Schloss gesagt, wo ich dich finde. Ich wollte dir nur sagen, ich bin nicht mehr bei Leitner. Was? Und was machst du jetzt? Jetzt mache ich erst mal 1-2 Monate Urlaub mit dem Boot. Du kommst doch aber wieder, oder? Denkst du, ich werde meine Kristallprinzessin hier allein ihrem Schicksal überlassen, hä? Das machst du nie wieder, ja? Hey, was war denn das? Hast du ein Problem, mit einer Prinzessin zu sein? Ich bin Marie. Ob adlig oder nicht. Marie. Hallo, Johannes. Hast du schon mit Harald gesprochen? Ja, was hat Harald mir schon zu sagen? Ich habe ihn und Leitner gebeten, trotz der Fusion die Marke Wartenburg zu erhalten und die gesamte Belegschaft zu übernehmen. Das heißt, es wird niemand entlassen und du kannst weiterhin Wartenburg-Kristall im Laden kaufen. Danke. Sigurd, wie du willst. Danke.
Sie sollten kämpfen. Wozu? Meine Firma gehört nicht mehr mir. Mein Sohn hat mich verlassen und ich bin alt. Unterlagen. Sie haben eine Enkelin. Das täuscht. Ich bin eine gute Designerin. Stellen Sie mich ein und dann lassen Sie uns zusammenkämpfen. Für so eine tolle Firma muss doch Geld aufzutreiben sein. Und woher weiß ich, dass du nicht nur an dein Erbe denkst? Jetzt hören Sie doch mal auf, so einen Schwachsinn zu denken. Ist mir doch vollkommen egal, wer hier was erbt. Es geht hier um einen Traditionsbetrieb, der die schönsten Träume aus Kristall herstellt. Sowas kann man doch nicht einfach untergehen lassen. Warte, Champagner, bitte. Sehr gut. Geben Sie mir auch ein Glas Champagner, Otto. Sehr gut. Gibt es etwas zu feiern? Danke, Otto. Du wirst doch nicht etwa vernünftig geworden sein, hm? Einer muss ja anfangen. Ich werde versuchen, meinen Sohn zurückzuholen. Das nennst du vernünftig. Dein Sohn hat uns verlassen. Johannes, ich muss dich sprechen. Ich auch. Ich muss auch mit dir reden. Was soll das? Johannes, hast du vergessen, was Julius uns angetan hat? Jetzt sei bitte mal still. Ich bin ein starrsinniger Hund. Ich weiß auch nicht, ob ich alles akzeptieren kann, was du tust und denkst, aber wenn du willst, könnte ich es versuchen. Also so einfach, wie ihr euch das vorstellt, geht das nicht. Ich habe nicht vor, mich scheiden zu lassen. Ich hoffe aber auch, du wirst die Scheidung nicht einreichen. Oder möchtest du in der Öffentlichkeit schmutzige Wäsche waschen? Außerdem sind mein Bruder und Leitner noch in der Firma. Und mit den beiden wünsche ich dir sehr viel Glück. Ein harter Brocken. Aber wir haben eine reelle Chance. Denn ich... Hannah hat schon Kontakte zu möglichen Geldgebern geknüpft. Aha. Und ich kann wohl das Wichtigste beisteuern, was wir brauchen können. Marie hat eine Wirtschaftsdetail mit der Überprüfung von Haralds Vorleben beauftragt. Und ich habe gerade einen Anruf bekommen. Stellt euch vor, Harald wird in den USA wegen Unterschlagung gesucht. Er hat Millionen veruntreut. Das Geld, was er uns geliehen hat, das gehört ihm gar nicht. Und deshalb ist auch sein Einstieg in unsere Firma null und nichtig. Das heißt, die Fusion ist vom Tisch. Gut, dass wir eine so tolle Familie sind. Frisches, junges Blut für neuen Schwung in unsere Firma. Alexas Anwalt hat angerufen. Sie will die Scheidung. Und zwar so schnell wie möglich. Offensichtlich hat sie sich verliebt. Und jetzt willst du mich also sofort heiraten? Warum? Es geht doch auch so. Warum? Weil ich dich liebe. Oder weil du willst, dass ich deinen Namen trage. Na, so schlecht klingt der Name dann auch wieder nicht. Oder fürchtest du dich davor, Prinzessin zu werden? Mein Name ist auch ein guter Name. Okay, okay. Dann bekommst du eben einen Doppelnamen. Warum auch nicht? Das Wichtigste ist doch, dass du jetzt meine Frau bist und wir für den Rest unseres Lebens zusammenbleiben. Das Herz der Wartenborgs schlägt wieder. Wir sind beide verheiratet. Ja, auf dem Papier. Seien wir doch ehrlich, Hannah. Alexa und ich, wir leben seit Jahren gemeinsam ein eigenes Leben, unglücklich. Eine Scheidung käme für niemanden unerwartet.
Mir geht das alles zu schnell. Es gibt nicht nur uns und Alexa und Jürgen. Es gibt auch noch Marie und ich. Ich weiß nicht, ob sie verstehen würde. Gib mir die Chance. Ich werde sie nicht noch einmal verspielen, das verspreche ich dir. Ja. Reib ihn gut trocken. Ich habe ihn ziemlich ins Schwitzen gebracht. Na komm. Ja. Ich muss mit dir reden. Muss das hier sein, Vater? Immerhin bringst du sie nicht ins Schloss. Was hast du vor? Ist sie deine Geliebte? Hältst du das für ratsam? Über kurz oder lang wird sie von dir verlangen, dass du ihre Tochter anerkennst. So geht das nicht, mein Junge. Ja, du hast recht, Vater, so geht das nicht. Ich werde mich von Alexa trennen. Hast du dir mal überlegt, was passiert, wenn du dich von Alexa scheiden lässt? In der Sekunde, in der das Scheidungsurteil gesprochen sein wird, wird Alexa ihr Geld aus der Firma ziehen und die Kreditzusage ihres Bruders platzen lassen. Und das wird das Ende der Mattenbrust. Das wird sie nicht tun. Ja. Das ist Erpressung. Könntest du das wirklich verantworten? Dass wir untergehen mit Mann und Maus, nur weil du meinst, dich verwirklichen zu müssen. Du hast Alexa sehr verletzt. Trotzdem hat sie dir verziehen. Sie ist eine sehr großzügige Frau. In jeder Hinsicht. Noch einmal darfst du sie nicht verletzen. Dazu hast du kein Recht. Nur weil du meinst, dich verwirklichen zu müssen. Du hast Alexa sehr verletzt. Trotzdem hat sie dir verziehen. Sie ist eine sehr großzügige Frau. In jeder Hinsicht. Noch einmal darfst du sie nicht verletzen. Dazu hast du kein Recht. Wie geht's? Ich bin's. Besser. Marie ist bei uns. Wer ist es denn? Julius. Geht es dir gut? Nein. Ich werde verrückt, wenn ich an euch denke. Es ist alles nicht so einfach, nicht wahr? Was ist mit Marie? Was denkst du? Wird sie mich sehen wollen irgendwann? Sie denkt darüber nach, aber sie ist noch nicht so weit. Sag ihr bitte, dass es mir sehr wichtig ist, ja? Okay, tschüss. Ich verstehe es alles nicht. Noch vor ein paar Monaten, da waren wir eine ganz normale Familie. Und jetzt? Jetzt bricht plötzlich alles auseinander. Das sind alles nur gelogen, was zwischen uns war. Hast du dich die ganzen Jahre immer nur nach diesem Prinzen gesehnt? Liebst du Papa überhaupt noch? Doch, natürlich. Es ist nur... Soll ich dir sagen, wie ich mich fühle? Es ist so, als hätte mir all die Jahre meine zweite Hälfte gefehlt. Ich habe es gar nicht mehr wahrgenommen, weil ich mich damit arrangiert hatte, mit nur einer Hälfte zu leben. Und jetzt hast du sie gefunden, ja? Deine andere Hälfte. Otto, bringen Sie mir das Gleiche wie meinen Bruder. Hallo. Na, was machst du hier am helllichten Tage? Musst du nicht in deinem Büro sein?
Ich lasse gerade diesen grässlichen Teppichboden rausreißen. Dieses graue Block kann ihm aufs Gemüt gehen. Am Dienstag wird er neu verlegt. Danke. Sind das die neuen Entwürfe? Ja. Ach, hier steckst du. Und sauber. Na halt. Es kann nicht sein, ruhig. Es kann nicht sein, dass du die Entwürfe siehst, bevor Vater und ich einen Blick drauf geworfen haben, ja? Bin ich Geschäftsführer oder nicht? Kunsthistoriker brauchen sie noch weniger als Designer. Ich habe erst 9 abgeschickt. Ich verstehe sowieso nicht, wie du das aushältst. Der Putzjob ist doch wirklich das Letzte. Ich an deiner Stelle würde einfach die Kohle meiner Eltern nehmen. Oder meinem echten Vater und meinem Job. Kannst du jetzt mal bitte aufhören? Ich weiß doch, dass das alles sehr schwer ist für dich. Aber Marie, davon, dass du den Kopf in den Sand steckst, wird Max auch nicht wieder lebendig. Sag mal, kapierst du es nicht? Max ist tot. Meine Eltern haben mich ein Leben lang angelogen. Weißt du, was das Allerschlimmste ist? Dass ich plötzlich überhaupt nicht mehr weiß, wer ich bin. Ich das nicht mehr mit. Diese dauernde Putzerei. Hallo, ihr zwei. Hi. Ich dachte schon, Sie haben uns vergessen. Tschüss. Danke. Tschüss. Christian Leitner, du hast wieder nur eine Absage. Hey, schläfst du? Schau dir den Brief an. Absagen schicken sie in DIN A4. Meinst du? Ja, mach auf. Und ich trau mich nicht, mach du. Und? Bestimmt eine Absage, 100 pro. Und? Ich fürchte, ich muss wohl deinen Job mit übernehmen. Was? Du sollst dich vorstellen. Zu näheren Gesprächen laden wir sie herzlich ein. Oh! Imposant, nicht wahr? Mhm. Bisher haben wir ja mehr den Massengeschmack bedient. Das wollen wir auch beibehalten. Aber wir werden uns vergrößern. Und zwar führen wir eine Art Edellinie ein. Edel, sehr teures, modernes Design aus Glas. Und für diesen Zweig suchen wir junge Designer. Was ich von Ihnen gesehen habe, gefällt mir ganz hervorragend. Danke. So, jetzt haben Sie alles gesehen. Ich denke, wir sollten... Feiern musst du sie, Julius. Ich denke darüber nach, die Geschäftsführung niederzulegen, Vater. Was ist denn das für eine Haltung? Flucht? Jetzt hören wir mal zu, mein Junge. Ein Wartenburg gibt nicht auf, der kämpft für das, was ihm wichtig ist. Ich bin doch kein kleiner Junge mehr, Vater. Aber du benimmst dich wie einer. Weil ich über mein Leben nachdenke? Du hast deinen Sohn verloren. Das ist schmerzhaft. Das ist vielleicht das Schlimmste, was einem Vater passieren kann. Aber muss man deswegen gleich alles aufgeben? Sein Beruf? Seine Ehe? Wieso versuchst du nicht, dich mit Alexa zu versöhnen? Geh zu ihr, bitte sie um Verzeihung. Sie gehört jetzt an deine Seite. Weißt du, was ich glaube? Dass ich schon vor Hannah wusste, dass wir nicht zusammenpassen. Ach, Unsinn. Du seid mehr als 25 Jahre verheiratet. Und 23 davon waren wir nicht glücklich. Och, was redest du denn da? Ich habe euch doch gesehen täglich, dich, deinen Sohn und deine Frau. Alles nur Fassade, Vater, Fassade. Für Max allerdings hätten wir alles getan. Aber jetzt? Aber diese Hannah, die ist nichts für dich. Du weißt, dass sie niemals in Frage gekommen wäre als Frau eines Wartenbocks. Damals nicht und heute nicht. Oder würdest du wirklich dein Erbe aufs Spiel setzen und in Kauf nehmen, aus der Familie ausgestoßen zu werden? Wahrscheinlich habe ich auch deswegen so schnell aufgehört, nach ihr zu suchen, weil ich nicht den Mut gehabt hätte, zu ihr zu stehen mit allen Konsequenzen. Naja.
Nur Vater, wenn Hannah sich damals bei mir gemeldet hätte, vermutlich hätte ich alles stehen und liegen lassen. Entschuldige, Julius, deine Sekretärin hat mir gesagt, wo ich dich finde. Vater? Grüß dich, mein Kind. Wie geht's dir? Gut siehst du aus. Danke. Kann ich dich mal sprechen, Julius? Nein, nein, Johannes, bitte bleib hier. Was ich zu sagen habe, betrifft auch dich. Ich habe sehr viel Zeit gehabt, über alles nachzudenken. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass meine Flucht voreilig war. Aber ich war sehr verletzt und total durcheinander. Und außerdem war ich unendlich traurig. Ich wusste einfach nicht mehr, wohin ich gehöre. Ja, was deinen Seitensprung von vor 20 Jahren betrifft, ich denke, dass du ihn bereust. Und für den schrecklichen Tod von unserem Sohn, da mache ich keinen verantwortlich. Das war ein Unfall. Wenn überhaupt irgendjemand schuld ist, dann diese Hannah. Ich das nicht mehr mit. Sit down, eine Putzerei. Hallo, ihr zwei. Hi. Für dich. Ich dachte schon, Sie haben uns vergessen. Tschüss. Danke. Tschüss. Christian Leitner, du hast wieder nur eine Absage. Hey, schläfst du? Schau dir den Brief an. Absagen schicken sie in DIN A4. Meinst du? Ja, mach auf. Nee, ich trau mich nicht. Mach du. Und? Bestimmt eine Absage, 100 pro. Und? Ich fürchte, ich muss wohl deinen Job mit übernehmen. Was? Du sollst dich vorstellen. Zu näheren Gesprächen laden wir sie herzlich ein. Oh! Imposant, nicht wahr? Mhm. Bisher haben wir ja mehr den Massengeschmack bedient. Das wollen wir auch beibehalten. Aber wir werden uns vergrößern. Und zwar führen wir eine Art Edellinie ein. Edel, sehr teures, modernes Design aus Glas. Und für diesen Zweig suchen wir junge Designer. Was ich von Ihnen gesehen habe, gefällt mir ganz hervorragend. Danke. So, jetzt haben Sie alles gesehen. Ich denke, wir sollten über die Modalitäten Ihres Vertrages reden. Ah, Thomas. Gut, dass ich dich sehe. Kann ich dir gleich Marie Haller vorstellen, unsere neue Designerin. Thomas Fischer, unser Betriebsleiter. Hallo. Hallo. Herr Fischer weiß über alles hier bestens Bescheid. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Danke.
Max war es Liebe auf den ersten Blick. Ich würde alles dafür geben, es ungeschehen zu machen. Ich war seine Frau. Wir hatten so viele Pläne. Wenn du mir nicht verheimlicht hättest, wer mein richtiger Vater ist, dann würde Max es noch leben. Ich wusste von deinem Vater nur den Vornamen. Was hätte ich denn tun sollen? Vielleicht suchen mit einem Detektiv? Ich hatte meinen Stolz. Ich war noch nie einem Mann hinterhergelaufen. Und dann war ich schwanger. Wieso hast du mich eigentlich nicht abgetrieben? Daran habe ich nicht eine Sekunde gedacht. Und wie war es, als du ihn wiedergesehen hast? Diese Nacht ist so weit her. Julius lebt in einer anderen Welt. Ich gebe zu, ich habe schon manchmal an ihn gedacht, ja. Ja. Vielleicht hätten wir uns wirklich ineinander verliebt. Aber ich glaube, wenn ich damals gewusst hätte, wer er ist, ich hätte mich nie mit ihm eingelassen. Es war schon schwer genug, dass er verheiratet war. Du dachtest, du kannst das Schicksal austricksen, ne? Papa? 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 Marie! Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Also, wenn du gerade in der Besprechung bist, dann komme ich später. Nein, Frau Melander, wir sind gerade fertig. Ich denke, wir sind uns einig. Bis Monatsende bekommen Sie einen ersten Entwurf. Bin ich sehr gespannt. Ich bringe Sie nach Hause. Wiedersehen, Herr Haller. Nein, danke, ich kenne den Weg. Wiederschauen. Tschüss. Schön, dich wiederzusehen. Na, wie geht's dir? Besser. Du, ich bin eigentlich nur gekommen, weil ich dich fragen wollte oder weil ich wissen wollte. Bitte schön, Herr Leitner. Morgen, die Herren. Ich wollte schon lange einen Beileidsbesuch machen. Aber ich war in Japan bis gestern. Sehr interessantes Expansionsland übrigens. Wie auch immer. Prinz, es tut mir sehr leid, was mit Ihrem Sohn passiert ist. Danke. Trotzdem dürfen wir das Geschäftliche nicht vergessen. Ich meine, ich weiß von Ihren Schwierigkeiten und ich würde Ihnen gerne einen Vorschlag machen. Für die Wartenborgs hat sich ja nun doch einiges geändert. Ich meine, so ganz ohne Erbe. Ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, wie so ein Vorschlag aus... Ich will Wartenborg übernehmen. Zu einem fairen Preis, selbstverständlich. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Nicht so vorschnell. Hören Sie sich doch erst mal an, was ich Ihnen zu bieten habe. Ich möchte Sie jetzt bitten zu gehen. Ich mache keine Späße. Es ist mir todernst. Auf Wiedersehen, Herr Leitner. Wiedersehen. Was bildet der Kerl sich ein? Tja, nur leider hat er recht, Vater. Wir haben keinen Erben mehr. Trotzdem werden wir Wartenburg nicht kampflos aufgeben. Wir brauchen eine Finanzspritze von den Banken. Und wir müssen so schnell wie möglich ein neues Konzept entwickeln. Wir brauchen frischen Wind. Das Geschäft darf nächste Woche vorverlegen. Der Spot ist praktisch fertig. Praktisch. Hast du vergessen, dass die noch mal neu mischen müssen? Ich weiß noch nicht mal, ob wir einen Studietermin bekommen. Was soll denn das? Das frage ich dich. Du legst seit Wochen ein Tempo vor, das völlig irre ist. That's business. Du schüttest dich mit Arbeit, um nicht nachdenken zu müssen. So geht das nicht, Anna. Du kommst nicht drum rum, dich der Sache zu stellen. Was erwartest du von mir? Meine Tochter denkt, ich bin schuld am Tod ihres Bruders. Sie denkt, ich habe ihr Leben zerstört. Deshalb will sie nichts mehr von mir wissen. Okay, das habe ich begriffen. Ich habe begriffen, dass ich an allem schuld bin. Mein Kind ist todunglücklich. Du bist todunglücklich, weil sie mit dir auch nichts mehr zu tun haben will.
Und an die Wartenburg darf ich gar nicht erst denken. Verdammt, was erwartest du von mir? Vielleicht nur, dass du anfängst, drüber zu reden. Ihr könnt nicht heiraten. Ihr dürft es nicht. Was ist denn los, Hannah? Marie ist deine Tochter, Julius. Max kann nicht dein Ehemann sein. Er ist dein Bruder. Was redest du denn da, Papa? Marie, es ist... Sag mir, dass das nicht wahr ist. Marie, du darfst mir sagen, dass das nicht wahr ist! Ich konnte nicht wissen, dass du eines Tages... Marie! Lass mich lassen! Aber... Max! Es tut mir leid. Die Ehe wird sofort annulliert. Oder nein, es ist vermutlich viel einfacher. Die Ehe ist mit Sicherheit ungültig. Natürlich ist sie ungültig. Bin bestimmt, dass Marie meine Tochter ist. Hanna, einen Moment noch bitte. Entschuldigen Sie, Herr Hader. Warum hast du mir nichts gesagt? Wie denn? Ich wusste doch nur deinen Vornamen. Ja, am Dienstag, in München zum Beispiel. Was hätte das gebracht? Oh Gott, Julius, das tut mir alles so leid. Wenn ich geahnt hätte. Es ist unverzeihlich, dass du mir die Existenz unseres Kindes verheimlicht hast, Anna. Was hättest du denn gemacht? Deine Frau verlassen oder deinen Sohn? Wir wären doch alle nur unglücklich geworden. Das sind wir jetzt auch. Und nicht nur wir. Immer noch nicht glauben, dass mich meine Eltern die ganze... Lange mache ich das nicht mehr mit. Sit down, eine Putzerei. Hallo, ihr zwei. Hi. Für dich. Ich dachte schon, Sie haben uns vergessen. Tschüss. Danke. Tschüss. Christian Leitner, du hast wieder nur eine Absage. Hey, schläfst du? Schau dir den Brief an. Absagen schicken Sie in DIN A4. Meinst du? Ja, mach auf. Nee, ich trau mich nicht. Mach du. Und? Bestimmt eine Absage, 100 pro. Und? Ich fürchte, ich muss wohl deinen Job mit übernehmen. Was? Du sollst dich vorstellen. Zu näheren Gesprächen laden wir sie herzlich ein. Oh! Imposant, nicht wahr? Bisher haben wir ja mehr den Massengeschmack bedient. Das wollen wir auch beibehalten. Aber wir werden uns vergrößern. Und zwar führen wir eine Art Edellinie ein. Edel, sehr teures, modernes Design aus Glas. Und für diesen Zweig suchen wir junge Designer. Was ich von Ihnen gesehen habe, gefällt mir ganz hervorragend. Danke. So, jetzt haben Sie alles gesehen. Ich denke, wir sollten über die Modalitäten Ihres Vertrages reden. Ah, Thomas. Gut, dass ich dich sehe. Kann ich dir gleich Marie Haller vorstellen, unsere neue Designerin. Thomas Fischer, unser Betriebsleiter. Hallo. Hallo. Herr Fischer weiß über alles hier bestens Bescheid. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Danke.
Wieso hast du mich nie angerufen? Wie denn? Du bist einfach abgehauen. Ich habe nichts von dir gewusst. Das verstehe ich nicht. Ich habe dir einen Zettel dagelassen mit meiner Telefonnummer. Da war kein Zettel. Ich hatte immer gehofft, dass du dich nochmal bei mir meldest. Weißt du warum? Weil dein Lachen, weißt du, deine Augen, dein Charme mir nie wieder aus dem Kopf gegangen sind. Ich wollte einfach nicht wahrhaben, dass ich dich nicht mehr wiedersehen sollte. Du warst verheiratet. Unglücklich, ja. So tun, als wüssten wir es nicht. Du bist meine Schwester, Marie. Was erwartest du von mir? Dass ich mit meiner eigenen Schwester schlafe? Ich kann das nicht. Okay, dann können wir uns nicht mehr sehen. Marie! Jetzt renn doch nicht gleich weg! Marie, warte bitte! Bleib doch stehen! Lass uns darüber reden! Marie! Marie! Ich komme! Komm, jetzt hab ich dich! Komm! Okay. Stütz dich mit den Füßen! Komm, zieh dich ganz langsam hoch! Es geht nicht! Ich hab dich! Hilf mir! Komm! Ja! Ah! Max! Nein, Max! Max! Nein! Bitte! Mehr hören. Und ich will sie hier nicht sehen. Ich glaube, es ist besser, wenn sie gehen, Marie. Ich bin nicht schuld. Und Max auch nicht. Sie sind schuld. Sie und meine Mutter. Also für mich war es immer wichtig, dass ich die Dinge, die ich entwerfe, danach auch gleich benutzen kann. Aber das Herz, das Sie da im Hals tragen, das gefällt Ihnen trotzdem. Um Gottes Willen. Das soll jetzt nicht heißen, dass rein dekorative Dinge wie Schmuck zum Beispiel keinen Sinn haben. Manche haben sogar einen sehr tiefen Sinn. Können wir vielleicht über was anderes reden als über das Geschäft? Du musst wissen, für einen Wartenbock gibt es nichts Wichtigeres als die Firma. Also, Marie und ich werden Samstagabend ein Fest geben. Oh, hier im Schloss. Nicht schon wieder, Max, bitte. Ja, Moment, das geht doch nicht. So etwas braucht doch eine Vorbereitungszeit. Keine Sorge. Ihr könnt sowieso nicht mehr Nein sagen. Die Einladungen sind bereits raus. Trotzdem weiß ich nicht, warum er sie mitgebracht hat. Ich meine, sie mag ja sehr nett sein, aber... Du kannst sagen, was du willst. Talent hat sie. Hast du dieses kleine Hemdchen gesehen mit der Flagge drauf? Und die seltsamen Schuhe? Also, ich weiß nicht. Alexa, sie ist jung, attraktiv, kann alles tragen. Und solange es Max gefällt, ist doch alles okay. Max? Max hat doch gar keine Ahnung von Frauen. Der mag alle jungen Mädchen.
Ja, wenn sie nett sind und einen Charakter haben, warum nicht? Jetzt machst du dich über mich lustig. Ich möchte trotzdem nicht, dass du sie einstellst, hm? Entschuldige bitte, aber das kann ich nicht nachvollziehen. Ich möchte nicht, dass Max auf dumme Gedanken kommt. Ich komme mir vor wie Aschenputtel. Ich habe meinen Prinzen gefunden und der hat mich auf sein Schloss gebracht. Dabei habe ich immer gedacht, so hübsche Prinzen wie dich, die gibt es nur im Märchen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir uns erst seit 3 Monaten kennen. Es kommt mir vor wie 3 Jahre. Oder 10 Jahre. Ja, genau. Oder als würden wir uns schon immer kennen. Ich habe sowas noch nie vorher erlebt. Dass ich einem Menschen vom ersten Augenblick an so vertraut war. Es ist halt Schicksal. Wunderschön. Und da drüben dann bitte in 2 Reihen, ja? Nur weiße Ballons? Ich meine, ist das nicht ein bisschen eintönig? Ein paar rote oder grüne? Max und ich, wir wollten nur weiße. Dann sieht es nämlich nachts so aus, als würden irgendwas auf kleinen weißen Mond hängen. Hoffentlich hält das Wetter. Marie, haben Sie einen Moment Zeit? Mhm. Danke. Geht's? Ihre Mappe ist wirklich sehr beeindruckend, Marie. Sie sind wirklich talentiert. Hey, schläfst du? Schau dir den Brief an. Absagen schicken sie in DIN A4. Meinst du? Ja, mach auf. Nee, ich trau mich nicht, mach du. Und? Bestimmt eine Absage, 100 pro. Und? Ich fürchte, ich muss wohl deinen Job mit übernehmen. Du sollst dich vorstellen. Zu näheren Gesprächen laden wir sie herzlich ein. Oh! Imposant, nicht wahr? Mhm. Bisher haben wir ja mehr den Massengeschmack bedient. Das wollen wir auch beibehalten. Aber wir werden uns vergrößern. Und zwar führen wir eine Art Edellinie ein. Edel, sehr teures, modernes Design aus Glas. Und für diesen Zweig suchen wir junge Designer. Was ich von Ihnen gesehen habe, gefällt mir ganz hervorragend. Danke. So, jetzt haben Sie alles gesehen. Ich denke, wir sollten über die Modalitäten Ihres Vertrages reden. Ah, Thomas. Gut, dass ich dich sehe. Kann ich dir gleich Marie Haller vorstellen, unsere neue Designerin. Thomas Fischer, unser Betriebsleiter. Hallo. Hallo. Herr Fischer weiß über alles hier bestens Bescheid. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Danke. Wieso hast du mich nie angerufen? Wie denn? Du bist einfach abgehauen. Ich habe nichts von dir gewusst. Das verstehe ich nicht. Ich habe dir einen Zettel dagelassen mit meiner Telefonnummer. Da war kein Zettel. Ich hatte immer gehofft, dass du dich nochmal bei mir meldest. Weißt du warum? Weil dein Lachen, weißt du, deine Augen, dein Charme mir nie wieder aus dem Kopf gegangen sind. Ich wollte einfach nicht wahrhaben, dass ich dich nicht mehr wiedersehen sollte. Du warst verheiratet. Unglücklich, ja. Und wenn wir uns wirklich wiedergesehen hätten? Was hättest du gemacht? Mich geheiratet? Dich scheiden lassen? Ich passe nicht in deine Kreise. Wer weiß, vielleicht wäre mir das Erbe der Wartenbox egal gewesen. Du, ich war damals wie mein Sohn. Jung, mutig, spontan. Wie geht's, Marie? Sie hat sich nur kurz bei Jürgen gemeldet. Mit mir will sie nicht reden. Sie lässt mich nicht an sich heran. Ich habe keine Ahnung, wie es ihr geht und was sie macht. Für die Firma? Ja, ja, natürlich kenne ich Leitner. Das ist der größte Konkurrent von Wartenbock. Ich weiß. Leitner war der Erste, der mir einen vernünftigen Job angeboten hat, nachdem ich so lange gesucht habe. Und außerdem interessiert es mich überhaupt nicht, mit wem Wartenbock konkurriert und mit wem nicht. Verstehe.
Du, Marie. Glaubst du, wir könnten uns sehen? Ich rufe dich an, ja? Wie du willst. Ist mir alles so fremd geworden, seitdem Max tot ist. Ich brauche einfach ein bisschen Zeit, okay? Du, ich muss jetzt Schluss machen. Tschüss. Marie! Es geht dir gut. Das Wichtigste ist doch, dass es Marie gut geht. Wo gehst du hin? Schlafen. War es lieber auf den ersten Blick. Ich würde alles dafür geben, es ungeschehen zu machen. Ich war seine Frau. Wir hatten so viele Pläne. Wenn du mir nicht verheimlicht hättest, wer mein richtiger Vater ist, dann würde Max jetzt noch leben. Ich wusste von deinem Vater nur den Vornamen. Was hätte ich denn tun sollen? Vielleicht suchen mit einem Detektiv? Ich hatte meinen Stolz. Ich war noch nie einem Mann hinterhergelaufen. Und dann war ich schwanger. Wieso hast du mich eigentlich nicht abgetrieben? Daran habe ich nicht eine Sekunde gedacht. Und wie war es, als du ihn wiedergesehen hast? Diese Nacht ist so weit her. Julius lebt in einer anderen Welt. Ich gebe zu, ich habe schon manchmal an ihn gedacht, ja. Warum kommen Sie mir so bekannt vor? Ich komme aus München. Was hast du denn gedacht? Bitte? Ach, unwichtig. Ich freue mich, dass du Frau Haller hierher gebracht hast. Marie. Marie. Sie haben Glück, Marie. Wir sind im Moment dabei, uns nach neuen jungen Designern umzusehen. Ich hoffe, Sie haben Ihre Mappe dabei. Ja. Die Mappe bekommst du noch früh genug zu sehen. Vorher gibt's aber noch eine kleine Überraschung. Ihre Eltern hatten keine Einwände, Sie so ganz allein nach Mailand zu lassen? Ich meine, Italien ist nicht ganz ungefährlich. Und Sie sind ein sehr hübsches, blondes Mädchen. Also Mama, nicht alle italienischen Männer stehen auf blonde Frauen. Außerdem ist es heute ganz normal, im Ausland zu studieren. Ja, aber es ist sehr kompliziert, wenn man nicht die Sprache spricht. Mein Italienisch ist sehr gut. Ich habe mit meinen Eltern 10 Jahre in Rom gelebt. Aha. Und in Mailand habe ich dann mit Freunden zusammen gewohnt. In so einer Art Wohngemeinschaft? Mhm. Ihre Freundin, studieren die auch Design? Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber wollen wir nicht lieber von Ihnen reden? Wie ist denn das? Wollten Sie schon immer Gebrauchsdesign machen? Also, ich habe als kleines Mädchen schon leidenschaftlich gern Teller, Tassen, Vasen und solche Sachen aus Ton oder Gips gemacht. Ich finde es einfach schön, nicht nur dekorative Dinge zu entwerfen, die eigentlich keinen Sinn haben. Also, für mich war es immer wichtig, dass ich die Dinge, die ich entwerfe, danach auch gleich benutzen kann. Aber das Herz, das Sie da im Hals tragen, das gefällt Ihnen trotzdem. Um Gottes Willen. Das soll jetzt nicht heißen, dass rein dekorative Dinge wie Schmuck zum Beispiel keinen Sinn haben. Manche haben sogar einen sehr tiefen Sinn. Können wir vielleicht über was anderes reden als über das Geschäft? Du musst wissen, für einen Wartenbock gibt es nichts Wichtigeres als die Firma. Also, Marie und ich werden Samstagabend ein Fest geben. Oh, hier im Schloss. Nicht schon wieder, Max, bitte. Ja, Moment, das geht doch nicht. So etwas braucht doch eine Vorbereitungszeit. Keine Sorge.
Ihr könnt sowieso nicht mehr Nein sagen. Die Einladungen sind bereits raus. Trotzdem weiß ich nicht, warum er sie mitgebracht hat. Ich meine, sie mag ja sehr nett sein, aber... Du kannst sagen, was du willst. Talent hat sie. Hast du dieses kleine Hemdchen gesehen mit der Flagge drauf? Und die seltsamen Schuhe? Also, ich weiß nicht. Alexa, sie ist jung, attraktiv, kann alles tragen. Und solange es Max gefällt, ist doch alles okay. Max? Max hat doch gar keine Ahnung von Frauen. Der mag alle jungen Mädchen. Ja, wenn sie nett sind und einen Charakter haben, warum nicht? Jetzt machst du dich über mich lustig. Den Kontakt zu ihr abzubrechen. Zu wem ich Kontakt halte und zu wem nicht, das entscheide immer noch ich selbst, ja? Ich glaube, das siehst du falsch. Übrigens, ich fliege mit Harald nach Köln zur Messe. Es wird Zeit, dass ich mich selbst um die Geschäfte kümmere. Marie? Hast du keinen Schlüssel? Nee, den habe ich irgendwie verlegt. Und, wo warst du? Bei Julius? Ja, ich habe mich da wohl ein bisschen verrannt in der letzten Zeit, aber das ist jetzt vorbei. Was wolltest du denn von uns? Ich wollte dich eigentlich nur warnen. Julius von Wartenburg, er ist vielleicht nicht ganz ehrlich. Er hat so getan, als ging es ihm um mich. Als wollte er seine Tochter kennenlernen. Ihr habt euch getroffen. Aber es wäre besser gewesen, wenn nicht. Im Grunde ging es ihm nur um meine, wie sagt man so schön, Arbeitskraft. Wartenburg hat wohl immense Probleme. Er wollte mich schlicht und einfach abwerben. Und dann hat er die Familienbande heraushängen lassen, damit es leichter geht. Bist du sicher, dass du nichts Mama, falsch... Mama, ich habe deswegen fast meinen Job bei Leitner verloren. Und? Wie sehe ich aus? Super. Okay. Toi, toi, toi. Sie sehen toll aus. Ihr, zur Vertiefung nach dem Film. Danke. Hallo. Hey. Wollen wir? Okay. Renate hat die Koffer gepackt. Was soll das? Ich fliege morgen nach Köln, wie du weißt, ist Messe. Sag mal, meinst du nicht, ich sollte auch über deine Reisen informiert werden und nicht nur das Hausmädchen? Außerdem wollte ich dich auf die Messe begleiten. Das Haus Wartenburg wird von Vater und von mir vertreten. Verdammt nochmal, warum willst du nicht, dass ich mich in die Firma einbringe? Weil du keine Ahnung hast von diesem Geschäft. Seit 20 Jahren interessierst du dich nicht für die Firma. Entschuldige, Alexa. Aber es geht nicht mehr mit uns. Naja. Wenigstens bist du ehrlich. Aber leider hast du die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Ich werde dich auf die Messe begleiten, ob du es willst oder nicht. Ja, und wenn schon nicht aus geschäftlichen Gründen, dann aus repräsentativen. Denn irgendwann wirst du Chef vom Hause Wartenburg. Genau das ist der Punkt. Frau des Chefs zu sein, nicht? Nur darum geht es dir. Ja, nur darum geht es mir. Beileidsbesuch machen. Aber ich war in Japan bis gestern. Sehr interessantes Expansionsland übrigens. Wie auch immer. Prinz, es tut mir sehr leid, was mit Ihrem Sohn passiert ist. Danke. Trotzdem dürfen wir das Geschäftliche nicht vergessen. Ich meine, ich weiß von Ihren Schwierigkeiten und ich würde Ihnen gerne einen Vorschlag machen. Für die Wartenborgs hat sich ja nun doch einiges geändert. Ich meine, so ganz ohne Erbe. Ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, wieso ein Vorschlag auch... Ich will Wartenburg übernehmen. Zu einem fairen Preis, selbstverständlich. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Nicht so vorschnell. Hören Sie sich doch erst mal an, was ich Ihnen zu bieten habe. Ich möchte Sie jetzt bitten zu gehen. Ich mache keine Späße. Es ist mir todernst. Auf Wiedersehen, Herr Leine. Was bildet der Kerl sich ein? Tja, nur leider hat er recht, Vater. Wir haben keinen Erben mehr.
Trotzdem werden wir Wartenburg nicht kampflos aufgeben. Wir brauchen eine Finanzspritze von den Banken. Und wir müssen so schnell wie möglich ein neues Konzept entwickeln. Wir brauchen frischen Wind. Das Geschäft ist auf nächste Woche vorverlegt. Der Spot ist praktisch fertig. Praktisch. Hast du vergessen, dass die noch mal neu mischen müssen? Ich weiß noch nicht mal, ob wir einen Studietermin bekommen. Was soll denn das? Das frage ich dich. Du legst seit Wochen ein Tempo vor, das völlig irre ist. That's business. Du schüttest dich mit Arbeit, um nicht nachdenken zu müssen. So geht das nicht, Hannah. Du kommst nicht drum rum, dich der Sache zu stellen. Was erwartest du von mir? Meine Tochter denkt, ich bin schuld am Tod ihres Bruders. Sie denkt, ich habe ihr Leben zerstört. Deshalb will sie nichts mehr von mir wissen. Okay, das habe ich begriffen. Ich habe begriffen, dass ich an allem schuld bin. Dein Kind ist todunglücklich, du bist todunglücklich, weil sie mit dir auch nichts mehr zu tun haben will. Und an die Wartenbox darf ich gar nicht erst denken. Verdammt, was erwartest du von mir? Vielleicht nur, dass du anfängst, drüber zu reden. Vielleicht hätten wir es Marie sagen sollen, schon vor Jahren. Was hätten wir sagen können? Dass du nicht ihr Erzeuger bist? Ich wusste nicht mal seinen Namen. Du hast ihn gleich wiedererkannt, nicht wahr? Du hast wirklich nie überlegt, ob du nicht doch suchen sollst. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir uns erst seit 3 Monaten kennen. Es kommt mir vor wie 3 Jahre. Oder 10 Jahre. Ja, genau. Oder als würden wir uns schon immer kennen. Ich habe sowas noch nie vorher erlebt. Dass ich einem Menschen vom ersten Augenblick an so vertraut war. Es ist halt Schicksal. Schön. Und da drüben dann bitte in 2 rein, ja? Nur weiße Ballons? Ich meine, ist das nicht ein bisschen eintönig? Ein paar rote oder grüne? Max und ich, wir wollten nur weiße. Dann sieht es nämlich nachts so aus, als würden überall ja kleine weiße Monde hängen. Hoffentlich hält das Wetter. Marie, haben Sie noch mehr Zeit? Mhm. Danke. Geht's? Ihre Mappe ist wirklich sehr beeindruckend, Marie. Sie sind wirklich talentiert. Danke. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Dass Sie Talente haben? Doch, Sie haben. Und ich möchte Ihnen gerne ein Angebot machen. Sie hören sich einfach mal an, wie ich mir das so vorstelle, und dann denken Sie in Ruhe darüber nach. Ist das okay? Mhm. Also. Hat sich Julius mit dir abgesprochen? Weswegen? Er will diese Marie Haller einstellen. Ja und? Ich habe ihre Mappe gesehen. Seid ihr denn alle blind? Das Mädchen will sich Max unter den Nagel reißen. Ja, das wollen viele. Max ist ein hübscher Junge. Na, du mach dir mal keine Sorgen. Er mag sich zwar in so ein Mädchen verlieben. Na, kann man ihm da wirklich nicht verdenken. Aber er kennt das Gesetz unseres Hauses. Er weiß, dass es die Heirat mit einer Bürgerlichen verbietet. Er ist ein Wartenburg, Alexa. Er würde niemals sein Erbe aufs Spiel setzen. So ein Mädchen wie diese Marie, die mag ihm vielleicht gefallen, aber Max weiß sehr gut, dass sie als Frau für ihn niemals in Frage kommt. So wenig wie irgendeine andere Bürgerliche. Je für einen Wartenburg. Hoffentlich. Irgendwie habe ich ein bisschen Angst. Vielleicht hat sie sich total verändert. Ich habe sie seit 10 Monaten nicht gesehen. Was ist, wenn sie... Was denn? Plötzlich grüne Haare hat? Oder Rasterlocken? Kennst du deine Tochter so schlecht? Ich habe immer gedacht, ich kenne sie gut, aber... Irgendwie habe ich einen... Noch vor ein paar Monaten, da waren wir eine ganz normale Familie. Und jetzt? Jetzt bricht plötzlich alles auseinander. Das sind alles nur gelogen, was zwischen uns war. Was
Hast du dich die ganzen Jahre immer nur nach diesem Prinzen gesehnt? Liebst du Papa überhaupt noch? Doch, natürlich. Es ist nur... Soll ich dir sagen, wie ich mich fühle? Es ist so, als hätte mir all die Jahre meine zweite Hälfte gefehlt. Ich habe es gar nicht mehr wahrgenommen, weil ich mich damit arrangiert hatte, mit nur einer Hälfte zu leben. Und jetzt hast du sie gefunden, ja? Deine andere Hälfte. Otto, bringen Sie mir das Gleiche wie meinen Bruder. Hallo. Na, was machst du hier am helllichten Tage? Musst du nicht in deinem Büro sein? Ich lasse gerade diesen grässlichen Teppichboden rausreißen. Dieses graue Block kann nicht mehr aufs Gemüt gehen. Am Dienstag wird er neu verlegt. Danke. Sind das die neuen Entwürfe? Ja. Ach, hier steckst du. Und sauber. Na halt. Es kann nicht sein, ruhig. Es kann nicht sein, dass du die Entwürfe siehst, bevor Vater und ich einen Blick drauf geworfen haben, ja? Bin ich Geschäftsführer oder nicht? Der zweite. Und die kannst du getrost vergessen. Ich war von vornherein dagegen, diese Amerikaner einzustellen, weißt du? Moment, Sie haben genau das getan, was ich von Ihnen verlangt habe. Das hier wird einschlagen wie eine Bombe, das garantiere ich dir. Mein lieber Harald, wir sollten uns mal dringend unterhalten. Offensichtlich bestehen da einige Missverständnisse, was die neue Linie angeht. Natürlich nur, wenn es eine Zeit erlaubt. Natürlich. Hast du das gesehen? Da sagst du gar nichts mehr, was? Marie? Ich denke schon. Guten Tag. Hallo. Was wollen Sie? Ich möchte ganz gern ein bisschen mit Ihnen reden. Weißt du auch nicht so ganz genau, was du von mir willst. Aber eins ist klar, ich habe einen Vater. Der Platz ist besetzt. Jetzt weiß ich auch, warum Max sich in dich verliebt hat. Du bist ehrlich und offen, das hat er immer sehr geschätzt. Prost. Prost. Ich weiß natürlich, dass ich nicht dein Vater sein kann. Aber ich bin sehr froh, dass es dich gibt. Wenn du mal ein Problem hast oder Hilfe brauchst, dann bin ich natürlich jederzeit für dich da. Vielleicht darf ich sogar ein Freund für dich sein. Damals in dieser Nacht in München. Wenn du meine Mutter wieder getroffen hättest, hättest du sie dann geheiratet? Ich meine, du hattest eine Frau und einen Sohn und meine Mutter war nur bürgerlich. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Es gibt Gesetze, Verpflichtungen. Ich war der einzige Sohn. Das bist du heute immer noch. Und eure Gesetze haben sich auch nicht großartig geändert, oder? Oh, hallo. Hallo. Wartenburg. Ich bin Friederike. Wolltest du nicht mit dem Essen auf mich warten? Das muss ich auf meine Kappe nehmen. Ich habe Marie gebeten, mir eure Wohnung zu zeigen. Wahrscheinlich habe ich die Neugier von ihm. Machen Sie mal keine Affäre aus diesem rein privaten Besuch. Ich schätze keine privaten Besuche der Konkurrenz in meiner Firma.
Ich weiß doch zu genau, dass Ihnen das Wasser bis zum Hals steht. Eine Kraft für Marie Haller würde Ihre Firma gut tun. Lassen Sie mal die Kirche im Dorf, bitte. Herr Leitner. Hallo, Marie. Hallo. Das wird ja immer schöner. Fängt sie heute schon bei Ihnen an? Ich wollte nicht stören. Ich wollte dir nur sagen, wenn du willst, dann können wir es probieren. Was Sie vergessen wollen, dass Sie einen Vertrag mit mir haben. Sie können ja nicht so einfach anfangen. Bitte? Der Prinz ruft und das Aschenputtel kommt. Aber eins sage ich Ihnen, nicht mit mir. Ich gehe vor Gericht. Ich darf mich doch hier nicht zum Narren machen. Prolet. Was hat er denn gemeint? Er glaubt, dass ich dich abwerben wollte. Leitner ist mein größter Konkurrent.